Ich rufe jetzt auf den vorletzten Tagesordnungspunkt mit Aussprache. Das ist die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der Freien Demokraten, Stärkung der digitalen Bildung im Hessischen Schulgesetz, Tagesordnungspunkt 10/20-39/49. Erlaube mir den Hinweis darauf, dass, wenn wir jetzt sorgsam und sparsam mit der Zeit umgehen, wir vielleicht dann doch vor halb zwei fertig sein könnten. Lieber, weil nach derzeitiger Hochrechnung sind wir ungefähr bei 1.40 Uhr. Lieber Herr Dr. Büger, nichtsdestotrotz haben Sie jetzt das Wort zur Berichterstattung. Bitte schön. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Gesetzentwurf wurde im Kulturpolitischen Ausschuss in der 39. Plenarsitzung überwiesen. Der Kulturpolitische Ausschuss hat in seiner Sitzung am 16. September zu dem Gesetzentwurf eine öffentliche mündliche Anhörung durchgeführt. Er hat in seiner 25. Sitzung am 28. Oktober dazu beraten. Und der Kulturpolitische Ausschuss hat mit den Stimmen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und AfD gegen die Stimmen von SPD und Freien Demokraten bei Enthaltung von der Parteifraktion DIE LINKE empfohlen, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung abzulehnen. Danke sehr. Vielen Dank, Herr Dr. Büger, für die Berichterstattung. Ich eröffne die Aussprache und darf als erstem Redner das Wort erteilen, dem Kollegen Promny für die Fraktion der Freien Demokraten. Bitte schön, Herr Kollege Promny. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich hatte eine sehr solide Rede vorbereitet, aber ich will den sozusagen verfahrensleitenden Hinweisen des geschätzten Präsidenten gerne Folge leisten und deshalb meine Rede zu Protokoll geben. Aber bevor ich das tue, gestatten Sie mir noch einen kurzen Hinweis, meine Damen und Herren. Wir haben natürlich schon die Hoffnung, dass die Fraktionen, die die Landesregierung tragen, hier möglicherweise in einer dritten Lesung, die ich hiermit beantrage, noch sozusagen die entsprechenden Hinweise, die Anhörung gegeben hat, möglicherweise mit aufnehmen und unseren Gesetzentwurf in einer dritten Lesung dann mit aufnehmen. Denn eines ist mal klar, die Hoffnung haben wir noch. Und wir bleiben auch optimistisch, denn der erste Präsident unserer Republik, Theodor Heuss, hat einmal gesagt, der einzige Mist, auf dem nichts wächst, ist der Pessimist. Und deswegen gehen wir optimistisch ins neue Jahr. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Promny. Kollege Lenders, bitte schön zur Geschäftsordnung. Ja, nur ganz schnell. Der Kollege hat etwas in seiner kurzen Rede vergessen. Wir beantragen die dritte Lesung. Oh, okay. Also, lieber Kollege Lenders, also, ganz abgesehen davon, dass ich sehr begeistert war von der Rede des Kollegen Promny, er hat die dritte Lesung allerdings beantragt. So, dritte Lesung ist beantragt. Ich habe weitere Wortmeldungen vorliegen. Kollegin Geis, Sie haben das Wort für die Fraktion der SPD. Frau Kollegin Kuhler zum Tagesordnungspunkt. Alles klar. Dritte Lesung ist beantragt. Also alles hat seine Richtigkeit. Oh, ist nur alles feucht hier. Vielen Dank, Frau Piazza. Ich glaube, Sie sind ja auch schon seit heute Morgen hier unterwegs im Plenarsaal, oder? Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, so kurz machen wie der Kollege Promny kann und möchte ich es nicht, weil ich finde, das Thema hat auch Bedeutung. Unterricht unter Corona-Bedingungen, das bedeutet konkret für Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler Maskenpflicht auch im Klassenzimmer, regelmäßiges Lüften, Abstand halten und Hände waschen. Kein leichtes Unterfangen für Kinder und Jugendliche, für die der soziale Austausch untereinander eine wichtige Säule für ihren Alltag darstellt. Nun, unser Fazit für unsere Schulen auch nach der Anhörung ist, von heute auf morgen standen Schulen während der Corona-Pandemie vor einer enormen Herausforderung, dem digitalen Unterricht von zu Hause. Es mangelte an Endgeräten, es mangelte an technischer Unterstützung,
an WLAN und an effektiven Konzepten zur Durchführung des Unterrichts, und das über Monate hinweg. Schulträger, Schulen und Lehrkräfte haben ihr Bestes gegeben, um Schülerinnen und Schülern einen optimalen Unterricht zu gewährleisten, und gerieten dabei schnell an ihre Grenzen. Ihnen ist auch überhaupt kein Vorwurf zu machen. Online-Unterricht stand vorher nämlich nicht auf dem Stundenplan. An hessischen Schulen wurde viel zu lange unterrichtet, getreu dem Motto Kreidezeit. Dass das Kultusministerium durch die Herausforderung von Corona ins Stolpern gerät, war nur zu erwarten. Dabei haben schon Jahre vorher die richtigen Ansätze gefehlt, um den Weg, ja, Herr Boddenberg, finde ich auch unglaublich, um den Weg in die, um den Weg in die Digitalisierung zu ebnen. Wenn Schulen schon vor Corona technische Endgeräte zur Verfügung stellten, Kinder und Jugendliche digitale Arbeitsblätter bearbeitet oder Aufsätze online geschrieben haben, lag das nicht daran, dass sich das Kultusministerium so fürsorglich gekümmert hat. Das lag an engagierten Lehrkräften, die das Thema selbst in die Hand nahmen, anstatt auf etwas zu warten, was nur schleppend voranschreitet. Wir als SPD-Fraktion fordern schon lange eine digitale Revolution für unsere hessischen Schulen. Falls Sie immer noch nicht verstanden haben, was wir damit meinten, hier noch einmal die wichtigsten Stichpunkte. Notebooks oder Tablets für Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler. Technischer Support, ausgebildete Lehrkräfte, regelmäßige Fortbildung und vor allen Dingen ein gescheites Konzept zur Vermittlung von Medienkompetenzen. Es hat aber erst eine Pandemie gebraucht, um die Notwendigkeit dieser Forderung einzusehen. Und wenn Sie, Herr Schwarz, gestern hier angemerkt haben, dass kein anderes Land so viel in Digitalisierung investiert wie Hessen mit einem Anteil von 12,5%, dann gehört zur Wahrheit auch dazu, dass kein anderes Land in den vergangenen Jahren zum Thema so viel versäumt hat wie Hessen. Es war also allerhöchste Zeit für eine kraftvolle Aktion. Und wie gut, dass der Bund mit einem Finanzierungsanteil von 75% es angestoßen hat. Wer weiß, wie das hier sonst ausgegangen wäre. Schauen wir uns einmal an, wie es an hessischen Schulen so zuging und wie sich die Landesregierung dazu bemüht hat. In einer Berichterstattung der Hessenschau vor einigen Wochen wurde eine Schule in Frankfurt gezeigt. Hier gab es zum damaligen Zeitpunkt noch kein WLAN, sodass sich Lehrkräfte über einen Hotspot mit dem Handy Zugang zum Internet verschaffen mussten. Weil WLAN an Schulen einzurichten, ist ein größerer bürokratischer Aufwand. Hier muss erst auf grünes Licht vom Schulamt gewartet werden. Dann kann ein Antrag auf Gelder aus dem Digitalpakt gestellt werden. Und es wurde sogar bereits darüber gewitzelt, dass schneller ein Impfstoff gegen Corona gefunden werden kann, als WLAN an dieser Schule einzurichten, was sich inzwischen bewahrheitet hat. In der Berichterstattung wird klar, käme es gezwungenermaßen zu einer erneuten Schließung an Schulen, so stünden diese vor fast demselben Problem wie im März. Die Digitalisierung ist nicht wirklich vorangeschritten. Jahrelange Vorarbeiten haben eben nicht stattgefunden, und innerhalb von wenigen Wochen konnte der Fortschritt nicht erreicht werden, den es gebraucht hätte. Es gibt noch viele weitere Beispiele, die ich gern zur Verdeutlichung des Problems nennen möchte. Das Thema Digitalisierung beschäftigt gerade alle Schulen, alle Lehrkräfte, die Schülerschaft und die Elternbeiräte. Eben deswegen drücken beispielsweise Elternbeiräte ihren Unmut in offenen Briefen an den Kultusminister aus. Es sind zahlreiche. Große Probleme haben Schulen mit technischen Voraussetzungen, um von analog auf digital umzusteigen. Konkret gesagt, es fehlen Leitungen, Steckdosen, WLAN. Und die digitalen Endgeräte kommen nur zögerlich in den Schulen an. Interessant dabei ist, dass sich Lehrkräfte und Schülerschaft bereits daran gewöhnt haben, mit Online-Plattformen zu arbeiten. Plattformen, für die das Kultusministerium noch Jahre gebraucht hätte, sind aufgrund der Corona-Pandemie endlich verfügbar. Aber ein gutes Beispiel auch dafür ist der flächendeckende Aufbau des Schulportals,
ist nach Auskunft in der Anhörung geplant bis zum Beginn des kommenden Schuljahres, das ist im August. Bis dahin vergehen noch 8 Monate. Und wir haben zum jetzigen Zeitpunkt schon 10 Monate Corona-Pandemie hinter uns. Ich zitiere Sie, Herr Prof. Dr. Lorz. So vielfältig die Herausforderungen seit Ausbruch der Pandemie waren und sind, konnten viele Schulen noch immer wieder positive Erfahrungen mit digitalen Lernangeboten sammeln und die Voraussetzungen für eine stärkere Digitalisierung des Unterrichts schaffen. Das kam aber in dieser Anhörung bei uns ganz anders an, Herr Kultusminister. Hier spricht keiner von Erfahrungen machen können, sondern von müssen. Schulen, Schulträger und die Schülerschaft wurden von einem Tag auf den anderen ins kalte Wasser geworfen und haben nicht immer positive Erfahrungen gemacht. Sie sprechen von einem zukunftsweisenden Modell für einen digital gestützten Distanzunterricht, Herr Kultusminister. Schade nur, dass es eine Pandemie brauchte, um zu begreifen, wie wichtig Maßnahmen wie Videokonferenzen und das Erlernen von digitalen Kompetenzen sind. Vor diesem Hintergrund finden wir den Impuls und damit den Entwurf der FDP gut. Wir freuen uns auf die dritte Lesung, und dann werden wir ihm zustimmen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin. Nächster Redner ist der Abg. Scholz für die Fraktion der AfD. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Damen und Herren! Auch nach enormem parlamentarischen Aufwand, bestehend aus erster Lesung, Expertenanhörung, nochmaliger Behandlung im KPA und heutiger zweiten Lesung, bleibt der Gesetzentwurf der FDP lediglich das, was er von Anfang an war, formal und inhaltlich unausgereift und daher entbehrlich. Davon übrig bleiben wird der gescheiterte Versuch eines Eingriffes in die gesetzlich garantierte pädagogische Autonomie der hessischen Lehrer. Bemerkenswerterweise fand keiner der zum großen Teil konstruktiven Vorschläge der angehörten Experten zwecks Optimierung ihre Berücksichtigung. Meine Fraktion hält die Intention, vermehrt digitale Instrumente in den Bildungsprozess zu integrieren, sehr unruhig. In Anbetracht des Pandemiezustandes sowie der fortschreitenden Digitalisierung des öffentlichen Raumes im Grundsatz für sinnvoll. Dies gilt jedoch vorbehaltlich eines rechtlich zu verankernden konzeptionellen Rahmens, welcher die personelle, sächliche sowie pädagogisch-methodische Basis für den Einsatz digitaler Instrumente im Unterricht begründet. Die Forderung nach einer Verpflichtung zur Umsetzung der Verwendung digitaler Lern- und Lehrsysteme sowie Netzwerken zur Erfüllung des Bildungsauftrages ist schon aufgrund des Fehlens des hierzu erforderlichen Rahmens nur ein weiteres Beispiel für reine Symbolpolitik. Vielleicht gut gemeint, mit Sicherheit jedoch schlecht gemacht, verehrte FDP. Lassen Sie mich das begründen. Die angehörte GEW bemerkte mit Bezugnahme auf Bestimmung des Gesetzentwurfs, dass durch die dort vorgenommene rechtliche Gleichgewichtung digitaler Lehr- und Lernformen und der Präsenzlehre die falschen Schlüsse aus der Corona-Krise gezogen wurden. Zitat aus dem Gesetz: Im Bedarfsfall können digitale Lehr- und Lernformen an die Stelle des Präsenzunterrichts treten. Zitat Ende. Die von mehreren Angehörten und von meiner Fraktion wiederholt thematisierte Begriff Bedarfsfall hat bis zum heutigen Tage keine Präzisierung erfahren und öffnet daher missbräuchlichen Anwendung Tür und Tor. Unklar bleibt, meine Damen und Herren, wer entscheidet, nach welchen Kriterien über das Vorliegen eines Bedarfsfalls. Hier liegt ganz klar ein schwerer handwerklicher Mangel Ihrer Novellierung vor. Es steht genau gesagt, der Verdacht im Raum,
dessen Begriff bewusst vage gelassen zu haben, um schon bei der geringsten Abweichung vom Normalzustand, wie z.B. durch den Mangel an qualifiziertem Lehrpersonal gegeben ist, den Präsenzunterricht einfach weitgehend aussetzen zu können. Aus der Not wird hier eine Tugend gemacht. Derartige Bestrebungen werden auf unseren Widerstand treffen, meine Damen und Herren. Erstens stellt Digitalisierung keinen Selbstzweck dar, und zweitens reicht Bildung über Wissensvermittlung weit hinaus. Der Hessische Philologenverband stellt klar, dass die dauerhafte Digitalbeschulung aus pädagogischer Sicht defizitär bleiben muss. Zitat: Bildung zielt auf Wissen, Erkenntnis, Kultur, Haltung, Lebenssinn und Glück. Ich zitiere weiter: Wenn digitale Bildung verstärkt curricular berücksichtigt werden soll, ist es Voraussetzung, dass man sich über eine definitorische Klärung auf verbindliche Unterrichtsinhalte verständigt, damit Lehrkräfte befähigt werden, die geeigneten Methoden und Medien einzusetzen. Herr Kollege, wenn ich einen kleinen Moment unterbrechen darf. Ich würde sehr darum bitten, dass es auf der linken Seite ein wenig ruhiger wird und dass dem Kollegen Gehör geschenkt wird. Danke schön. Bitte schön, Herr Präsident. Denn die Lehrkräfte sind diejenigen, die über die Methoden und Lernformen entscheiden müssen. Und es ist eben nicht Politik. Aus pädagogischer Sicht sollen die digitalen Werkzeuge die Bildungsentwicklung nicht dominieren. Zitat Ende. Der Hessische Philologenverband stützt insofern den gegen Ende meiner Ausführungen zur ersten Lesung unterbreiteten Vorschlag, die rechtliche Regulierung digital unterstützten Unterrichts über dessen Verankerung in den Kerncurricula bzw. in Form von Bildungsstandards als sogenannte digitale Kompetenzen vorzunehmen. Die konkrete Ausgestaltung bliebe dann den Schulen vorbehalten. Digital gestützter Unterricht ist lediglich eine von vielen Möglichkeiten der Beschulung. Seine explizite Berücksichtigung im Hessischen Schulgesetz bedarf daher einer sorgfältigen Begründung. Diese fehlt in Ihrem Gesetzantrag. Die dadurch entstehende Ungleichgewichtung der Unterrichtsmethoden birgt Konfliktpotenzial bezüglich der pädagogischen Autonomie. Die Verankerung digitaler Lehr- und Lerninhalte in den schulischen Curricula hätten kein derartiges Konfliktpotenzial und würde vielmehr die Einheitlichkeit der Unterrichtsinhalte in allen Schularten dienen. Meine Damen und Herren, grundlegendes Verständnis für die Möglichkeiten und Begrenzungen bei der Anwendung digitaler Instrumente setzt fundierte Kenntnisse ihrer Funktionsweise voraus. Diese sind logisch, mathematischer als auch physikalischer Natur und erschöpfen sich keineswegs im Wissen um die praktische Handhabung der digitalen Endgeräte. Die Einführung eines Pflichtfaches Informatik, welches inhaltlich mit dem Fach Mathematik curricular eng verzahnt werden sollte, würde die Basis für eine pädagogisch sinnvolle, fachübergreifende Nutzung digitaler Lernsysteme bilden. Davon sind wir in Hessen leider noch sehr weit entfernt. An Haupt-, Real- und Gesamtschulen findet planmäßiger Informatikunterricht überhaupt nicht statt, außer vielleicht für einige Schüler in Wahlpflichtkursen und Arbeitsgemeinschaften. Chancen- und Bildungsgleichheit, meine Damen und Herren, sieht anders aus. Meine Damen und Herren, die vorgelegte Novellierung im Hessischen Schulgesetz bringt uns keinen Schritt weiter. Vielmehr benötigen unsere Schulen dreierlei. Erstens eine neu einzuführende, inhaltlich eng verzahnte Fächerkombination aus Mathematik und Informatik für alle Schularten ab Klasse 5. Diese sind curricular als Schlüsselfächer zum Verständnis der modernen Welt auszugestalten. Zweitens. Hinreichend viele grundständig qualifizierte Lehrkräfte für diese Fächerkombination und Bereitstellung besonderer Vergütungsmodelle als Anreizsysteme für potenzielle Studieninteressenten. Drittens. Eine digitale Infrastruktur für unsere Schulen, welche die vollumfängliche Umsetzung der Lehr- und Lerninhalte dieser Fächerkombination gewährleistet. Hierdurch soll klar geworden sein, dass unsere Fraktion sich für einen pädagogisch zielführenden Einsatz digitaler Lehr- und Lernformate zur Bereicherung des Präsenzunterrichts ausspricht. Beim Erwerb von Bildung im dargelegten Sinn kommt diesen unterstützende Funktion nicht mehr, aber auch nicht weniger zu. Unsere Fraktion lehnt den unverändert vorgelegten Gesetzentwurf der Fraktion der FDP in dieser zweiten Lesung ab. Und wir freuen uns auf eine dritte Lesung, die vielleicht einen Gesetzentwurfsantrag
beinhaltet. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Scholz. Nächster Redner ist der Abg. Armin Schwarz für die Fraktion der CDU. Hochverehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen! Lieber Kollege Promny, Sie wollen mit Ihrem Gesetzentwurf die digitale Bildung im Hessischen Schulgesetz stärken. Das ist zunächst einmal redlich und das ist auch schön. Dazu möchte ich drei Feststellungen machen. Alles, was Sie an Regelungen dort einbauen, ist bereits mit dem bestehenden Hessischen Schulgesetz möglich. Alles, was Sie sich wünschen, können wir machen. Ich möchte ein paar Beispiele geben, was im Hessischen Schulgesetz hinterlegt ist. Beispielsweise § 10. Dort werden die bestehenden regulären Schulbüchern den digitalen Lernmitteln gleichgestellt. § 86 ist etwas ganz Entscheidendes, was Vorredner angesprochen haben. Die pädagogische Freiheit der Lehrkräfte, die pädagogische Eigenverantwortung. § 153. Lernmittelfreiheit bezieht ausdrücklich digitale Lernmittel mit ein. Ich könnte weiter eingehen. Das ist ganz wesentlich. Ganz wesentlich. Weiter eingehen auf § 5 und 6, wo Medienkompetenzbildung, beispielsweise was die Kollegin Geis anmerkte, ausdrücklich beschrieben ist. All das gibt es. Deswegen, Herr Kollege Promny, ich schätze Sie ausdrücklich, das will ich sagen, Ihr Gesetzentwurf ist ja nicht falsch, aber er nützt nichts. Er nützt schlicht nichts. Und deswegen als Reaktion auf das pandemische Geschehen ist er wirklich nicht tauglich. Und deswegen eine zweite Bemerkung. Hessen ist und bleibt das erste Bundesland, das digital gestützten Fernunterricht ermöglicht. Nach meinem Kenntnisstand, der Kultusminister hat das bereits bisher kein anderes Bundesland nachgemacht. Also digitaler gestützter Fernunterricht, auch ohne Schulschließung, immer im gemeinsamen Miteinander von Schulträgern, Schulgemeinden, dass man das auch so will. Und abgesehen davon, und das muss man auch betonen, ganz ohne pandemische Entwicklung, digitales Lernen und digital geschütztes Lernen war immer ein Megathema der Koalition aus Schwarz und Grün. Das haben wir uns von vornherein auf die Agenda geschrieben. Das ist ein bildungspolitischer Schwerpunkt. Und mit dem Programm Digitale Schule Hessen binden wir ein Paket, bestehend aus technischer Infrastruktur, bestehend aus Lehrer-, Fort- und Weiterbildung und natürlich mit allen pädagogischen Unterstützungsmöglichkeiten, die wir so im Angebot haben. Und abschließend dazu, wir sind die Einzigen von 16 Ländern, die bei diesem großen Digitalpaket 25% Mittel drauflegen. Das kriegt kein anderer hin. Das kann man gelegentlich mal erwähnen. Also, liebe Freunde. Und jetzt kommt's. Wir haben hoch aufmerksam und interessiert zugehört. Anhörungen sind immer spannend. Wir nehmen die Anzuhörenden ernst. Und wir nehmen auch die Hinweise ernst. Und wenn es dann mal soweit ist, dass wir wieder eine große Schulgesetznovelle anpacken, dann können wir Aspekte, die wir dort gehört haben, auch gerne dort einbauen. Nur als Reaktion auf die Pandemie ist dieser Gesetzentwurf, lieber Kollege Promsi, leider untauglich. Und weil ich auch versöhnlich hier schließen möchte, der Jörg-Uwe Hahn ist ja leider nicht mehr da. Ich möchte ihn zitieren. Er hat bei der Verabschiedung von Prof. Ronellenfitsch ein Zitat von Herrn Prof. Ronellenfitsch gebracht. Da steht, die erste Gewalt soll sich nicht zum Sklaven der technischen Entwicklung machen. Ich übersetze es einmal, was der Kollege Jörg-Uwe Hahn an der Stelle gemeint haben könnte. Wir brauchen nichts zu regeln, was bereits geregelt ist. Und deswegen können wir dem Gesetzentwurf nicht zustimmen. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben Sie munter und heiter. Und ich darf Ihnen sagen, die Rede hätte eigentlich der Kollege Joachim Fallmann gehalten. Der ist heute leider krank. Von hier aus wünsche ich ihm alles Gute und Gottes Segen. Bleiben Sie schön gesund. Einen schönen Abend.
Vielen Dank, Kollege Schwarz. – Nächste Rednerin ist die Abg. Kula für die Fraktion DIE LINKE. Ich muss noch weggehen. Ich muss noch weggehen. Ich muss hier noch. Armin braucht ein bisschen mehr Zeit, aber der hat nicht so viel Redezeit verbraucht. Deswegen alles in Ordnung. Im Ausgleich. Also jetzt ist auch eine Uhrzeit, wo man auch gar nichts mehr machen kann. Frau Kollegin Kula, Sie haben das Wort. Herr Präsident. Meine Damen und Herren, ich halte mich daran, was der Präsident vorhin gesagt hat, und mache es ganz kurz. Wir können ja dann vielleicht noch in der dritten Lesung noch mal ausführlicher darüber diskutieren. Zwei Sätze vielleicht. Also ich finde es ja eigentlich ganz pfiffig, was die FDP vorhatte, zu sagen, auch noch einmal digitales Lernen explizit ins Schulgesetz noch einmal aufzunehmen, weil dadurch es natürlich für das Land und für den Herrn Lorz ein bisschen schwieriger wird, sich immer rauszureden bei der Ausstattung von Schülerinnen und Schülern und von den Lehrkräften, wo man jetzt immer so tut, als sei das so eine gönnerhafte Haltung gegenüber den Schulträgern. Das würde dann ein bisschen schwieriger werden. Deswegen generell finde ich das relativ pfiffig, aber jetzt kommt das Aber: in der Anhörung wurde das ja auch noch einmal genannt, war auch, glaube ich, der Hauptkritikpunkt, dass leider also die Formulierung in Ihrem Gesetzentwurf schon eine Gleichsetzung von Präsenz und digitalem Unterricht zulassen oder das auch so nahelegen. Und da muss ich schon sagen, da können wir dann auch nicht mehr mitgehen. Es kann eine Ergänzung sein, aber es sollte nicht gleichwertig sein. Deswegen ist da noch einmal eine inhaltliche Unterscheidung, und deswegen werden wir uns enthalten. Vielen Dank, Frau Kollegin Kula. Nächste Rednerin ist die Abg. Anders für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen! Es ist schon spät, und auch ich möchte meine Rede ein bisschen kürzen und kann vielleicht einfach Herrn Armin Schwarz danken, dass er eigentlich schon sehr, sehr genau ausgeführt hat, dass die Grundlagen für digitales Lernen, die Grundlage für digitaler Unterricht in Hessen bereits da ist. Die Paragraphen wurden alle genannt. Deswegen fasse ich es einfach einmal so zusammen. Den Gesetzentwurf braucht es nicht. Die Grundlage ist da. Und ich bin froh, dass das auch die Anhörung ergeben hat, dass nämlich das, was auch an vielen Problembeschreibungen von der SPD ja jetzt kam, keine Lösung in dem Gesetz wiederfindet. Also es findet sich keine Lösung für das, was beschrieben wird. Und klar gibt es noch ganz, ganz viel zu tun. Das wollen wir gar nicht leugnen. Da sind alle gerade mit vielen Kräften dabei, das auch zu tun. Aber eben dieses Gesetz löst es nicht. Ich bin schon ein bisschen enttäuscht, wenn man eine zweite Lesung beantragt, eine dritte Lesung beantragt, dass dann auch so gar kein Erkenntnisgewinn bei der antragstellenden Fraktion kommt. Nämlich, was ja besonders kritisiert wurde, war eben, dass Präsenzunterricht ersetzt werden soll und auch, dass es zeit- und ortsunabhängigen Unterricht geben soll. Und ich möchte noch einmal ganz klar für diese schwarz-grüne Koalition sagen, wie da unsere Haltung zu ist. Und das haben wir gerade in den letzten Monaten gemerkt. Der Ort des Lernens ist die Schule. Und der Ort des Austauschs und der Auseinandersetzung ist auch die Schule. Und der Ort der Begegnung und des sozialen Miteinanders ist auch die Schule. Und wir bekennen uns da ganz klar zu unserem Bildungs- und Erziehungsauftrag. Und den kann man eben nicht weit weg an irgendwelchen Bildschirmen erfüllen. Den muss man präsent vor Ort machen. Und deswegen ist es wichtig, dass der Präsenzunterricht auf jeden Fall, so wie er ist, auch erhalten bleibt. Wir brauchen die digitalen Ergänzungen, wir brauchen eine Weiterentwicklung, wir brauchen mehr Chancengerechtigkeit. Die Digitalisierung bietet da wunderbare Möglichkeiten. Was wir nicht brauchen, ist dieses Gesetz. Danke schön. Vielen Dank, Frau Kollegin Anders. Für die Landesregierung spricht Herr Staatsminister Prof. Lorz.
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wenn schon die antragstellende Fraktion mit Blick auf die Uhr auf eine nähere inhaltliche Auseinandersetzung mit ihrem eigenen Gesetzentwurf verzichtet und das auf die dritte Lesung vertagt, dann will ich Ihre Intention, die Debatte noch vor Mitternacht zu beenden, nicht im Wege stehen. Ich will auch der Versuchung widerstehen, näher auf die Frau Kollegin Geis einzugehen, die zu allem geredet hat, nur nicht zu dem Gesetzentwurf. Nur eine Bemerkung möchte ich mir doch gestatten, einfach mal einen aktuellen Zeitungsausschnitt, liebe Frau Kollegin, weil den kann ich ja bei der dritten Lesung schlecht noch zitieren. Bis dahin gibt es aktuellere Zahlen. Das kam gerade diese Woche raus vom Statistischen Bundesamt in Wiesbaden. Die stellen fest, das digitale Lernen hat Corona-bedingt einen kräftigen Schub bekommen. So kommunizierten im ersten Quartal dieses Jahres 59% der Schülerinnen und Schüler zwischen 10 und 15 Jahren mit Lehrern oder Mitschülern über digitale Lernplattformen oder ähnliche Portale. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum waren es nur 8%. Bei den Schülern und Studierenden ab 16 Jahren verdoppelte sich der Anteil sogar auf 72%. Das ist nur das Ergebnis dieses ersten Quartals 2020 gewesen. Mittlerweile sehen die Zahlen da natürlich noch ganz anders aus. Das wird uns die nächste Statistik zeigen. Aber über all diese Dinge können wir gerne dann im Rahmen der dritten Lesung noch einmal vertieft diskutieren. Für heute nur den einen Satz. Die Digitalisierung unserer Schulen, das sieht man zum Beispiel an dieser Meldung, die ich ja nur exemplarisch zitiert habe, weil sie halt ganz frisch war, ist bereits Wirklichkeit und schreitet voran. Und das alles findet nicht im luftleeren Raum statt, sondern auf der Grundlage des geltenden Schulgesetzes. Das, was wir jetzt in der Pandemie tun müssen, können wir tun. Insofern ist der Gesetzentwurf überflüssig. Aber vielleicht verändert es sich ja noch. Ich freue mich auf die dritte Lesung. Frohe Weihnachten. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Allerdings haben wir doch noch eine Wortmeldung, und das ist eine Wortmeldung des Kollegen Promny, der anfangs so großzügig mit seiner Redezeit war. Also, wenn wir es ernst nehmen, hätten Sie noch 6 Minuten und 5 Sekunden. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich hatte hier ein großzügiges Angebot gemacht. Bedauerlicherweise ist das nicht angenommen worden von den anderen Fraktionen. Deswegen möchte ich dann doch noch einmal auf zwei, drei Punkte eingehen. Ja, Kollege Schwarz, in der Anhörung gab es Uneinigkeit, zum Beispiel bezüglich der Frage, was zuerst kommen muss, die gesetzliche Grundlage oder die notwendige Ausstattung. Wir halten es da mit der AGD, deren Vorsitzende in der Anhörung ja Folgendes gesagt hat. Sie hat gesagt, erst darunter alles zu basteln und dann das passende Gesetz zu formulieren, ist nicht der richtige Ansatz. Dieser Überzeugung schließen wir uns an. Richtig ist auch, dass der Begriff Bedarfsfall für ein bisschen Unruhe gesorgt hat. Hier ist mein Angebot jetzt im Hinblick an die regierungstragenden Fraktionen, aber auch an die anderen Fraktionen hier, einen besseren Vorschlag zu machen, dann können wir das gerne im Rahmen der dritten Lesung diskutieren. Ich halte es nämlich für notwendig, in einer sachlichen Diskussion sich auch mit Argumenten auseinanderzusetzen und sich einfach hier hinzustellen und zu sagen, so wie Schwarz-Grün das gemacht hat, das Gesetz sei überflüssig, ist nicht wirklich eine sachliche Auseinandersetzung, meine Damen und Herren. Unser Gesetzentwurf ist im Kern nämlich eine Konkretisierung des Bildungsauftrages und des Bildungs- und des Erziehungsauftrages. Und dass das Ihrer Meinung nach überflüssig ist, also da möchte ich hier dann doch noch einmal etwas klar sagen. Was ist denn das eigentlich für ein Verständnis von Bildung, meine Damen und Herren? Bei unserem Gesetzentwurf geht es nicht darum, dass Schulen Lehr- und Lernplattformen irgendwie ja eigentlich nutzen dürfen. Es geht auch nicht darum, dass in irgendeiner Verordnung irgendwie irgendetwas geregelt wird. Meine Damen und Herren, die digitale Transformation ist die Medienrevolution nach dem Buchdruck. Und es ist überhaupt nicht nachzuvollziehen, warum Ihre Fraktion hier die digitale Bildung überhaupt nicht ins Schulgesetz aufnehmen will. Das ist schlicht und ergreifend nicht nachzuvollziehen und passt zu dem Motto der Landesregierung Bedenken first, meine Damen und Herren. Vielen herzlichen Dank, Herr
Kollege Promny. Damit sind wir am Ende der Aussprache. In der zweiten Lesung wir zurücküberweisen oder überweisen zurück den Gesetzentwurf zur Vorbereitung der dritten Lesung an den KPA. Ich bedanke mich sehr herzlich.